Activision fährt mit der Tony Hawks-Reihe schon seit langen Jahren die Multiplattform-Strategie. Diesmal ist das allerdings ein bisschen anders. Während auf den anderen Konsolen bereits Project 8 gezockt wird, tritt Tony auf Nintendo's Wii in einem eigenen Spiel an, Tony Hawk's Downhill Jam. Und der Name ist ihr Programm. Statt weitläufige Areale auf dem Brett zu erforschen, rauscht ihr in diesem Spiel langgezogene Downhill-Strecken hinunter. Die Steuerung funktioniert dabei denkbar einfach. Ihr haltet die Wiimote waagerecht in beiden Händen und lenkt euren Skater, indem er sie nach links oder rechts neigt. Mit den Aktionstasten 1 und 2 setzt ihr dann zum Sprung an oder grindet über die langgezogenen Rails. Habt ihr mit einigen Tricks die Turbo-Anzeige rechts im Bild aufgeladen, schüttelt ihr die Wiimote und bekommt einen Geschwindigkeitsschub. Man braucht zwar etwas Eingewöhnungszeit, nach einigen Runden hat man die Steuerung aber sehr gut im Griff. Es sei denn, man wird wie hier über den Haufen gefahren. Der zentrale Spielmodus ist die sogenannte Downhill-Herausforderung. Dabei tretet ihr mit Tony, einem eigenen oder einem von 10 fiktiven Skatern zu Rennen gegen KI-Gegner oder wie in diesem Fall zum Slalom an. Eine Story gibt es nicht, sondern nur einige kurze Sprachpassagen ohne wirkliche Bedeutung, die ihr vor den Rennen hört. Hey, was hast du gedacht, als du Tiffany auf einem Skateboard gesehen hast? Ich dachte, was alle anderen dachten, dieses Girlie fährt niemals. Aber dann habe ich sie ein paar Airtricks landen sehen und mir fiel das Kinn runter. Sie ist richtig süß. Nein, ich meine, sie war gut. Beim Skaten. Hol deine Fantasie aus dem Dreck, Alter. Seid ihr bei den Aufgaben erfolgreich, sammelt ihr Punkte, die ihr zum Freischalten weiterer Levels benötigt. Obendrein gibt es noch Fertigkeitspunkte für euren Skater oder neue Decks abzustauben. Die Spielmechanik von Downhill Jam hat nur noch wenig mit dem klassischen Tony-Feeling zu tun. Stattdessen fühlt sich das Ganze eher wie ein Rennspiel mit Trendsport-Elementen an, ganz ähnlich wie bei SSX und Co. Wirklich langfristig motivieren konnte uns das Game Design aber nicht. Während man bei Project 8 viele abwechslungsreiche Aufgaben zu erledigen hat, ist der Spielablauf bei Downhill Jam eher eintönig. Immerhin haben die Entwickler die Bedienung an das Leveldesign angepasst. Das Grinden fällt auf den langgezogenen Rails glücklicherweise sehr leicht und auch das Risiko eines Sturzes ist praktisch nicht vorhanden. Die Schauplätze des Spiels sind durchaus abwechslungsreich. Ihr geht in 8 Regionen dieser Welt an den Start, zum Beispiel in San Francisco, Edinburgh oder Hongkong. Hier im Bild seht ihr die Strecke in Machu Picchu. Ansonsten fällt der Umfang des Spiels aber eher dürftig aus. Ihr könnt zwar einige neue Skater freischalten, allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um Fantasiefahrer, Tony Hawk ist nämlich der einzige Originalprofi. An einen Multiplayer-Modus haben die Entwickler ebenfalls gedacht. Dabei tretet ihr mit maximal 4 Spielern im Splitscreen in 5 verschiedenen Modi an. Oh, komm schon! Die Grafik des Spiels bewegt sich auf einem ordentlichen Niveau, das allerdings letztlich nicht über das des GameCubes hinauskommt. Die Bildrate ist weitgehend stabil und die Animationen sind gut gelungen, die Texturen sind allerdings etwas unscharf. Immerhin wirken die meisten Areale nicht so steril, da wie hier in Edinburgh Fußgänger und Autos euren Weg säumen. Die Passanten könnt ihr genau wie eure KI-Gegner aus dem Weg schaffen, indem ihr mit einem Druck auf das Steuerkreuz der Wiimote um euch schlagt oder tretet. Mein Fazit zu Tony Hawk's Downhill Jam fällt leider wenig euphorisch aus. Ich habe schon jede Menge Spiele der Tony-Reihe gespielt und dieses hier hat mir definitiv am wenigsten gefallen. Sieht man das Ganze eher unter dem Aspekt, dass es sich weniger um ein Tony, sondern eher um ein Rennspiel handelt, dann warte ich doch lieber auf einen Titel der Marke SSX.